Die große Sommerloch-Affäre. Die große Sommerloch-Affäre hatte dieses Jahr die SPD. Es gab den Fall der Abgeordneten Petra Hinz. Sie wissen, das ist diese Dame, die ihren Lebenslauf erfunden hat. Sie hat gesagt, sie hätte Abitur und sie hätte Jura studiert, anscheinend um besser Karriere machen können, zu können oder einfach besser dastehen zu können. Seien wir ehrlich, wir alle haben schon mal sowas gemacht. Als ich in der 10. Klasse war und die coole Sandra angebaggert habe, habe ich ihr auch erzählt, ich hätte zu Hause alles voll mit Punkplatten. Und als sie mich dann überraschend mal besucht hat, da hatte ich nur Phil Collins und 3 Fragezeichen. Das war dumm. Aber warum, frage ich mich, warum meint jemand aus dem Ruhrpott und jemand in der SPD, dass es peinlich wäre, wenn man kein Jurastudium und keinen Schulabschluss vorweisen kann? Die SPD! War mal die Partei der normalen Menschen, der Malocher, gerade im Ruhrgebiet. Damals bei der Gründung, da gab es Arbeiterlyrik, da hieß es, alle Räder stehen still, wenn dein starker Arm es will. Es gab kein Gedicht, das sagte, du bist oben mit dabei, denn du hast eine Top-Kanzlei. Und außerdem, was ich auch nicht verstehe, wenn man sich schon eine Biografie erfindet, warum erfindet man dann nicht was Interessantes? So was wie, ich war Türsteherin auf St. Pauli. Oder Kunstpilotin im Grand Canyon. Oder ich bin gelernte Löwenbändigerin. Aber dann sowas Ödes wie Jura? Die SPD-Führung distanziert sich inzwischen sehr nachdrücklich. Klar, die haben natürlich Angst, dass so eine Lüge auf sie abfärben könnte und so ein Betrug kann böse enden. Wissen Sie damals noch Milli Vanilli? Das war schlimm, oder? Nicht, dass es demnächst heißt Nali und Nulli. Für Sigmar Gabriel bedeutet diese Hinz-Affäre wieder ein Problem mehr an der Backe. Ihm steht schon alles wieder bis hier. Gabriel ist fertig mit den Nerven. Den ganzen Sommer hatte er Stress wegen des Edeka-Tengelmann-Deals. Jetzt machen Parteilinke gegen CETA mobil. Das ist das Freihandelsabkommen mit Kanada. Bei dem Gabriel brennen langsam die Sicherungen durch. Ja, gestern hat er den Effenberg gemacht. Sozialdemokraten! Und es sind nicht nur rechte Pöbler, die Gabriel aufregen. Der Mann muss ja Kanzlerkandidat werden, obwohl er es gar nicht will. Er wird es machen. Er wird so pflichtbewusst sein, das zu machen. Aber ich garantiere Ihnen, bei der Bundestagswahl wählt der CDU.